Hallo! Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mit dem Thema Ruhe-EKG bzw. auch 12-Kanal-EKG genannt beschäftigen. Bevor wir das Ganze einmal in der Praxis angucken, möchten wir allerdings noch ein paar Grundlagen klären. Das Ruhe-EKG bzw. 12-Kanal-EKG kommt zum Einsatz, um Herzerkrankungen oder Rhythmusstörungen zu detektieren. Routinemäßig werden 6 Extremitätenableitungen nach Goldberger und Eindhoven sowie 6 Brustwandableitungen nach Wilson abgeleitet. Wenn euer C3 die Lizenz für die EasyGMAX-Option besitzt, könnt ihr zusätzlich die rechtspräkordialen und posterioren Ableitungen erfassen, sowie die 3 Vektorschleifen und den CEB errechnen lassen. Wir wollen euch nun einmal die Anlage von einem Ruhe-EKG zeigen und haben uns den Patienten auch schon entsprechend vorbereitet. Der Oberkörper ist komplett entkleidet und leicht erhöht gelagert. Ebenso ist der Brustkorb schon komplett trocken, sauber und rasieren müssen wir auch nicht mehr. Beim Ruhe-EKG ist darauf zu achten, dass die Elektroden für die Extremitätenableitungen auch tatsächlich an den Extremitäten angebracht werden. Das sollte möglichst distal erfolgen und nicht auf Knochen. Die Elektroden sollten erst unmittelbar vor dem Anbringen am Patienten aus der Packung entnommen werden. Ihr solltet dabei darauf achten, dass diese nicht ausgetrocknet sind, dass die Packung davor auch richtig verschlossen war und jetzt danach dann auch wieder richtig verschlossen ist und gegebenenfalls Herstellerangaben bezüglich Haltbarkeit nach dem Öffnen der Packung eingehalten werden. Um eine Reproduzierbarkeit des EKGs zu gewährleisten, ist es wichtig, dass ihr bei den Brustwandableitungen auf die korrekte Positionierung der Elektroden achtet. Auch hier gilt, nicht direkt auf den Knochen, sondern wirklich in die Zwischenrippenräume rein. Wenn ihr ECG-Max verwendet, ist nochmal besonders darauf zu achten, dass ihr die Elektrode für V2 sehr korrekt positioniert. Um die Aufzeichnung des Ruhe-EKGs zu starten, drücken wir die Taste REKG. Nun erstellt das Gerät eine Vorschau über die letzten 10 Sekunden in einer Schreibgeschwindigkeit von 6,25 mm pro Sekunde. Hier werden uns alle Ableitungen dargestellt. Wir kontrollieren noch einmal auf mögliche Artefakte oder zum Beispiel lose EKG-Elektroden. Solltet ihr jetzt noch eine wandernde Grundlinie bemerken, empfiehlt es sich einfach kurz zu warten, bis sich die Leitfähigkeit der EKG-Elektroden auf der Haut verbessert hat. Ansonsten könnt ihr jetzt Start drücken. Das EKG wird jetzt an dieser Stelle eingefroren und die letzten 10 Sekunden für die Auswertung weiter gespeichert. Gleichzeitig öffnet sich die Eingabemaske für die Patientendaten. Wenn euer C3 über einen Kartenleser verfügt und ihr die Karte dort bereits eingelesen habt, oder das Ganze bereits in einem verbundenen elektronischen Patientendokumentationssystem eingelesen wurde, sind diese Daten bereits vorausgefüllt. Ansonsten müsst ihr für eine korrekte Auswertung mit dem Glasgow-Algorithmus zumindest das Geschlecht und das Alter des Patienten eingeben. Ansonsten wird standardmäßig von einem 50-jährigen männlichen Patienten ausgegangen. In unserem Fall handelt es sich hier um einen männlichen Patienten im Alter von 37 Jahren. Das Ganze kann ich jetzt hier unten noch einmal mit OK bestätigen. Jetzt wird das ganze EKG einmal vermessen. Eine Überwachung des Patienten ist in der Zeit trotzdem möglich, da die Vitalparameter nach wie vor hier oben in Echtzeit dargestellt werden. Wenn das Ruhe-EKG nun fertig vermessen ist, kann ich das auch hier einmal ausdrucken und anhand dieses Ausdrucks dann eine Diagnose erstellen. Einige ausgewählte Pathologien werden bereits während der Vermessungsphase erkannt und dann mittels optischem und akustischem Alarm angezeigt. Neben einem vordefinierten Ausdruck habt ihr jetzt auch die Möglichkeiten, euch unter dem Punkt Einstellungen nochmal auszuwählen, was ihr im Ausdruck alles angezeigt haben wollt. Nun habt ihr die Möglichkeit, euer erstelltes EKG an eine beliebige Zieladresse zu versenden. Hier könnt ihr mit dem Softkey Senden euer Telefonbuch aufrufen, wo ihr nun eine Adresse auswählen könnt. Im Anschluss könnt ihr entweder entscheiden, ob ihr nochmal ein EKG schreiben möchtet oder mit Abbruch in den normalen Monitormodus zurückkehren. Wir wollen uns nun einmal unseren erstellten Ausdruck auch komplett angucken mit allen Bestandteilen. Ganz links finden wir zunächst einmal die Einsatzdaten sowie die Vitalparameter des Patienten. Es folgt einmal die Auswertung von Glasgow Basic sowie das Analyseergebnis des Algorithmuses. Wichtig ist, dass dieser uns nur als Hilfsmittel dient und uns nicht die komplette Interpretation des EKGs abnimmt. Es folgen dann einmal die Extremitätenableitungen sowie die Brustwandableitungen. Es folgt der repräsentative Schlag. Hierbei handelt es sich um eine grafische Darstellung des Durchschnittswertes aus mehreren QRS-Komplexen.
Zum Schluss findet ihr auch noch die komplette Vermessungstabelle von Glasgow. Falls ihr noch mehr über das Thema Glasgow erfahren wollt, haben wir euch das Ganze nochmal kurz und knackig in ein White Paper zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Ben, zum Schluss würde ich vorschlagen, lass uns doch noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die nötig sind, dass wir eine bestmögliche EKG-Diagnostik machen können. Ja, die EKG-Elektroden müssen im einwandfreien Zustand sein und korrekt platziert werden. Und die endgültige Diagnose darf nur anhand des Ausdrucks stattfinden. Um Artefakte möglichst gering zu halten, ist es wichtig, dass sich der Patient in einer ruhigen Position befindet und auch nicht in einem bewegten Rettungsmittel. Elektrische Störungen sollten auch möglichst minimiert werden. Wir hoffen, ihr konntet auch dieses Mal wieder einiges mitnehmen. Für Wünsche, Fragen, Anregungen runter in die Kommentare. Ansonsten natürlich auch wie immer gerne abonnieren oder die Glocke drücken, damit ihr nichts verpasst. Und dann Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.